Ja, willkommen in der kleinen Kellerwerkstatt zu einem neuen Video. Es geht um den Teil 2 des Tellerschleifers. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Ja, das ist der Stand der Dinge zu dem Tellerschleifer. Übrigens den Teil 1 hierzu, den verlinke ich euch da oben. Den solltet ihr unbedingt vorher sehen. Es sieht noch gar nicht so sehr viel aus, denn es ist eigentlich nur der Teller fertig und also der Schleifteller und die Montage am Schleifteller, also die zentrische Montage. Ich bin also so weit, dass der Teller, also der Schleifteller gut rund läuft. Ich werde ihn hier noch ein ganz klein wenig am Rand fein bearbeiten, die scharfe Kante hier wegnehmen, hier hinten auch noch, und dann lasse ich den aber so. Okay, als nächstes wird dann der Korpus gefertigt werden. Pläne zu dem Tellerschleifer gibt es ganz am Schluss. Ich habe das ja in Fusion konstruiert und dann gibt es einen einzigen Plan. Den könnt ihr gerne benutzen. Macht euch am Ende dann einen Screenshot, da erscheint der Plan dann. Er kann zumindest ein Anhaltspunkt sein, weil ja alles relativ individuell ist. Das ist jetzt meiner, ist ja abgestimmt auf diesen Motor. Ihr habt vielleicht einen anderen Motor, müsst euch einen Motor kaufen, was auch immer. Ja, aber es ist ein Anhaltspunkt, wie man sowas bauen kann, und ihr könnt euch den gerne runterladen. Wie gesagt, als nächstes kommt jetzt der Korpus, also der Teil, in den der Tellerschleifer eingebaut wird. Und das beginnt an der Bandsäge. So, mein provisorischer Kreisschneider ist im Einsatz. Jetzt geht es daran, den Korpus zu verleimen, den Korpus für die Schleifscheibe. Also das wird jetzt hier aufeinander geleimt, so. Die ist jetzt hier von hinten. So, das Päckchen ist geschnürt sozusagen. Jetzt muss es noch ein bisschen abbinden. So, jetzt sollen dem Korpus die Ohren abgeschnitten werden. Unter 45 Grad. Dazu benutze ich meine kleinen Helferlein. Die 45 Grad Helferlein, und verspanne die hier. Die Einzelteile vom Korpus sind sozusagen zusammen. Und hier hinten zwei Böckchen oder ein Böckchen für den Motor. Da soll also der Motor drauf. Nochmal draufsetzen. Den Motor mal draufsetzen. So ungefähr. Hier kommt dann eine Seitenverstärkung mit dem Schalter rein. Das ist noch hier mit dem Nullspannungsschalter und dem Klemmkasten des Motors noch vorhanden. Auf der anderen Seite kommt auch eine Stütze rein. Dann habe ich hier ein Loch geschnitten für die Absaugung. Das kommt dann hier so durch, von hinten. Und dann drehe ich das Ganze nochmal um.
So, und dann habe ich mir noch zwei kleine 3 mm Streifen geschnitten. Die werden hier aufgeleimt. So, weil sie den Abstand des Tischs, des Auflagetischs zum Schleifblatt, zum Schleifpad bilden. Ja, das 3 mm dick habe ich mir noch geschnitten. Den Ablagetisch habe ich noch nicht fertig, den habe ich noch nicht angefangen zu bauen. Mach kommt dann gleich erst. Jetzt als erstes werde ich noch mal alles schleifen. Und das dann schon mal verleimen. Wichtig ist ja nochmal, dass das hier zentrisch steht und dass dann alles rechtwinklig verleimt wird. Ja, hoffen wir mal, dass das dann auch so ist. So, mittlerweile ist der Tellerschleifer weitergediehen. Ich habe den Korpus hier so weit es geht verleimt. Hier oben hatte ich Schrauben zur Hilfe eingesetzt, wo diese Löcher sind. Die habe ich wieder rausgedreht, die gefallen mir nicht. Ich werde hier auf beiden Seiten schräg einen Dübel reinsetzen und verleimen, damit das auch hier entsprechend stabil bleibt. Ich habe das zwar verleimt, aber nun ja, damit es fester wird. Hier kommt natürlich noch das Höckerchen drauf mit dem Motor dann hier an der Stelle. Das mache ich aber erst fest, wenn ich genau weiß, wie die Position des Motors ist. Vielleicht muss ich das auch noch ein bisschen verändern hier, etwas tiefer setzen. Wie auch immer, das lasse ich also noch mal locker. Wenn ich das jetzt hier umdrehe, so, dann sieht man hier jetzt den Innenraum praktisch, wo der Tellerschleifer rotiert. Ich habe hier 2 Aufdickungen a 3 mm verleimt und hier vorne habe ich schon so eine Leiste für die Positionierung des Schiebetischs oder nicht des Schiebetischs, ist ja kein Schiebetisch. Das, wie nennt man das Ding? Ablagetisch oder Schleiftisch, ja. Und dazu habe ich mir jetzt hier aus Siebdruck das schon angefertigt. Ihr seht das ja in den Plänen, wie das genau vermaßt ist. Die bekommt ihr ja auch am Ende des Videos. So. Und hier drauf kommt jetzt, den habe ich noch nicht befestigt, kommt jetzt der hier, der Kamerad, und dann steht das so da dran. Und dann habe ich mich entschlossen, sozusagen diesen Schiebetisch, unten ist er ja fest, der stützt sich praktisch gegen diesen Klotz hier ab. Ja. Und nach oben hin ziehe ich den mit 2 Klammern auf beiden Seiten ran. Die hatte ich nicht, die habe ich mir noch bestellt. Die müssen in den nächsten Tagen kommen und dann ist er auch schon bald fertig. Der Gutste. Wobei natürlich das Innere, das Wesentliche, die Schleifscheibe mit dem Motor, da ist noch nicht befestigt, aber so gut wie vorbereitet. Als nächsten Schritt will ich jetzt diesen Halter sozusagen mit dem Deckel, mit dem Tisch verbinden. Hier. Da ich hier keine sichtbaren Schraublöcher haben will und man hier schlecht leimen kann, also jetzt nur leimen, das weiß ich nicht, ob das hält, das ist ja hier Siebdruck, werde ich hier ein paar Dübel setzen. Hier jeweils einen und hier denke ich 1, 2, 3 Dübel. Ja, die werde ich hier so setzen, dass das hier schön auf Position ist und auch nicht mehr verrückt. Das ist der nächste Schritt. Als nächstes gilt es, die Dübel zu setzen. Ich habe mir hier 1, 2, 3, 4, 5 Punkte markiert. Und ich habe jetzt diese Standard-Dübelsetzer, die habe ich nicht. Ich habe auch kein weiteres Gerät dafür. Gibt es, glaube ich, von Wolfcraft und anderen. Ich mache das jetzt so, dass ich jetzt hier 1,5 mm Löcher reinbohre. Und da kleine Nägelchen reinsetze. Den habe ich den Kopf abgeschnitten. Und dann drücke ich diese Platte drauf und habe die Markierung genau relativ zentral. Das sollte von der Genauigkeit her reichen. 1,5 mm. Hoffentlich bricht er nicht ab.
Okay, die Löcher sind drin. So, der Auflegetisch ist jetzt auch getrocknet. Ich habe hier die Kanten angefasst, ganz, ganz leicht, damit die scharfe Siebdruckkante nicht mehr da ist. Hier auch. Ich habe das jetzt nicht gefilmt. So, und jetzt sieht das dann so aus, wenn ich, das ist ja der Korpus, wenn man so will. Jetzt kommt das hier so davor und jetzt muss es nach hinten hin festgezogen werden. Unten gibt es auch noch so ein bisschen Spiel, da muss ich auch noch was gegen tun. So, und jetzt habe ich mir diese, kennt ihr vielleicht, diese Spangen, nenne ich sie jetzt mal, besorgt. Und werde die dann hier so oder andersrum, glaube ich, werde ich sie befestigen. So rum werde ich sie befestigen. So, jetzt habe ich den Ablagetisch mal davor gespannt, dass er richtig so sitzt, wie er sitzen soll und nichts wackelt. Und dann setze ich jetzt die Halteklammern, ja, machen wir mal hier bei 50 von oben einen Strich. Klammern sind dran. Mal messen, wie das hier mit dem rechten Winkel ist. Ich glaube, die Kamera kann das jetzt nicht sehen, aber das ist okay, das ist ein rechter Winkel, wobei es ja dann auf den rechten Winkel zum Teller ankommt. Als nächstes muss jetzt der Motor mit dem Teller eingebaut werden. So, dazu habe ich ja dieses Böckchen hier für den Motor, der kommt hier hinten rein und der Teller wird jetzt von vorne aufgesetzt. So. So. So, ich habe euch jetzt mal ein bisschen näher rangeholt. Das ist festgemacht hier. So, jetzt schiebe ich den mal bis vorne ran, nur zum Messen. Oder fast bis vorne ran zum Messen. Ob das denn im Winkel stimmt. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Also, man sieht hier einen Lichtspalt. Ihr könnt den, glaube ich, in der Kamera auch sehen. Das ist also ein Stück, was der Teller noch hängt, da hinten vermutlich auch, ja, das gleiche Problem. Das heißt, ich muss den Teller etwas kippen. Ich habe jetzt hier diese drei Glasklötzchen, kennt ihr vielleicht, weiß 1 mm, blau 2 mm, rot 3 mm und damit unterlege ich jetzt das Böckchen hinten, damit der Teller vorne weiter rüberkommt und dann schauen wir mal. Ein Millimeter ist richtig. Also, wie sieht das jetzt? Ich habe das Böckchen hier auf beiden Seiten mit einem Millimeter unterlegt und das bringt genau den Erfolg, den ich vorne gerne hätte. Muss ich mir nur überlegen, ob ich das jetzt in Plastik lasse oder ob ich mir da was aus Holz fertige, was 1 mm stark ist. So, nach mehrmaligem Ausprobieren und Ausmessen, Winkligkeit messen hier vorne am Teller, habe ich jetzt vorne 1 mm unterlegt.
Und hinten, das rote sind 3 mm hinterlegt. Es ist doch erheblich, was ich da kippen muss. Ja, ich werde die Klötzchen auch nehmen, damit ich jetzt auch keine Ungenauigkeit mehr reinbekomme. Ich schneide die einfach ab und setze die so unter. Und das Böckchen selber werde ich mit Pocket Holes von oben einfach verschrauben. So, das Böckchen habe ich mit sogenannten Pocket Holes angeschraubt, also diesen Taschenlochbohrungen hier an der Seite, da hinten auch. Ja, schien mir das Gegebene zu sein. Die Unterlagen lasse ich drunter und kappe sie jetzt einfach hier. Schön glatt. Prima. Als nächstes soll das Schleifpad aufgebracht werden, das Klettpad. Und dazu mache ich die Siebdruckfläche fettfrei. Ich benutze hierfür immer Brennspiritus. Als erstes habe ich das Pad hier mit Einhandzwingen befestigt. Dann mache ich das so, dass ich mir hier ein Stück abtrenne. Das klebe ich jetzt an hier. Und dann sollte der Rest auch unkompliziert gehen. Bisschen nacharbeiten noch. Ja. Tja, so ist gut. So, nun bekommt der Motor seinen Platz. Kann die Scheibe mal draufbringen. So. So, jetzt liegt der Teller genau an dem Tisch an. Ich will aber 2 bis 3 mm schaffe ich nicht, 2 mm Platz haben. Ich nehme mir hier wieder die Glassteine von eben. Zeigen jetzt genau 2 mm Platz. Ich schaue noch mal nach dem Winkel. Ich schaue noch mal, ob alles winklig ist. Jawohl, sehr gut. Sehr gut. Und damit habe ich hier hinten die Positionen, an denen ich den Motor festschrauben kann. Motor ist fest geschraubt, der Tisch ist fest, der Teller dreht frei. Es war noch kein Schleifgut drauf, war kein Schleifpad drauf. Gut. Dann wäre der nächste Punkt der, dass ich jetzt die Elektrik hier auch montiere, damit ich das dann auch gut ein- und ausschalten kann. So, die Elektrik ist dran. Den Kasten habe ich hier, den alten Schaltkasten, den Nullspannungsschalter habe ich wieder dran montiert hier innen.
habe ich das Kabel etwas zum Motor etwas verlängern müssen. Ich hole euch auch gleich nochmal rum, um zu gucken. Tut es schon. Da läuft ein bisschen unrund. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Also der Schalter funktioniert noch. So, ich habe den Stecker mal gezogen hier von dem Tellerschleifer, weil ich hier reinfassen wollte und euch das zeigen wollte. Jetzt ist das hier, so habe ich das hier jetzt verklemmt hier hinten. Ja, das war vorher in dem Gehäuse der Bohrmaschine versteckt. Und ja, und somit war das auch ungefährlich. Aber jetzt ist das zwar alles isoliert, wie ihr hier sehen könnt, aber das ist mir natürlich nicht genug. Das sind immerhin 230 Volt. Die sind ja auch lebensgefährlich. Mal ist auch vielleicht jemand hier in der Werkstatt, der nicht die Gegebenheiten alle kennt. Auf jeden Fall will ich das etwas absichern. Ich baue jetzt hier noch eine kleine Kappe drüber, die praktisch diesen Schalterbereich schützt. Eine abnehmbare Kappe, damit ich an die Elektrik nochmal drankomme. Das ist jetzt hier der alte Klemmkasten. Ihr seht das. Den habe ich also so weiterverwenden können. Ja, hier hinten kann ich zwar im Prinzip auf die Riemenscheibe durchgreifen, aber ich habe mir mal gedacht, dass ich das offen lasse, dass ich da jetzt nicht noch einen Greifschutz sozusagen darüber montiere. Das finde ich ein bisschen übertrieben. Das finde ich, kann man so lassen. Der nächste Schritt soll jetzt die Absaugung sein, der Absaugrohr. Hier nehme ich ein 50er HT Rohr, so wie ich ja hier meine Absaugung insgesamt auf 50er HT ausgelegt habe. Werde ich das jetzt einkürzen, sodass praktisch dieser Kragen gerade hier so davor steht, und dann werde ich das wahrscheinlich mit einer Metalllasche hier unten am Boden festschrauben und hinten einkleben. Die Ecken hier noch verstärken mit Holzdübeln. Hier soll also so ein schrägen Holzdübel eingesetzt werden, auf der anderen Seite auch, damit das hier nicht auseinander geht. Ich habe das ja nicht weiter verbunden. So, die kleine Schutzkappe ist fertig. Noch nicht ganz abgebunden, aber fest, sodass ich sie festschrauben kann. Die kann dann hier am Schleifer wegtrocknen. Also die kommt jetzt einfach hier so drauf und deckt das ab. Nach unten ist die offen. Ja, ich glaube, das ist okay. Das Rohr ist mittlerweile auch abgebunden hier. Das ist ja mit Epoxykleber eingeklebt worden und hier vorne verschraubt. Das ist also fest. Da steht eigentlich dem Test nichts mehr im Weg. So, ich habe mal die Absaugung schon mal angeschlossen. Zwar nur provisorisch, aber ihr könnt das sehen. Das geht hier über den Schlauch da oben an die Decke. Und das geht dann in meine Absauganlage zur Premiere. Das erste Schleifpad wird aufgelegt. Tisch kommt dran.
das war die Premiere. Ein Fichtenstab, hier oben ein bisschen rund geschliffen, da am Tellerschleifer kein Thema, also ich habe den nicht anhalten können oder so. Und die Winkligkeit, ja, kann sich sehen lassen. Ich würde sagen, perfekt, super. Ja, hat die Premiere bestanden, der Tellerschleifer. Also ihr habt eben dieses laute Geräusch gehört. Ich habe den natürlich hier angeschlossen. Das geht bei mir automatisch. Ich habe so eine El-Taku-Schaltung hier drin. Kennt ihr vielleicht? Oder wenn euch das interessiert, dass ich das mal zeige, wie das funktioniert. Dass man bestimmte Steckdosen damit scharf schalten kann für die Absaugung. Dann kann ich euch das gerne mal erklären. Gut, aber hier zurück zum Tellerschleifer. Also die Absaugung ist mit angesprungen. Das ist hier in den Zyklon da hinten reingegangen und in den Eimer. Ich möchte jetzt noch schauen, was denn hier drin liegen geblieben ist. Ich habe da selber auch noch nicht reingeguckt. So, wieder abmachen hier den Schleiftisch. Ja Leute, was soll ich sagen? Da ist kaum etwas. Hier ist ein bisschen Staub. Das ist genau unter dem Tisch, praktisch unter dem Holz von dem Tisch. Aber alles hier innen ist super abgesaugt worden. Das gefällt mir sehr gut. Hier kommt ja dieses Rohr praktisch raus. Also das klappt auch perfekt. Bin sehr erfreut, dass das so gut mit dem Tellerschleifer geklappt hat. Jetzt muss ich ihn noch schön machen. Ich werde den außen ölen, innen nicht. Da habe ich die Befürchtung, dass dann an den Ölflächen was hängen bleibt, kleben bleibt. Ich werde ihn also außen hier, also zumindest den Korpus hier, sichtbar ölen, damit er ein bisschen schicker aussieht. Und das war's dann. So, jetzt geht's ans Ölen. Hier nehme ich wieder das Heliacare-Öl, das Pflegebalsam. Ne, nicht Pflegebalsam, Holzpflegeöl von Heliacare. Das ist perfekt. Das riecht nicht. Ist biologisch. Man muss also hier keine Sorge haben, dass man irgendwelche Schadstoffe auf die Hand bekommt. Boah, das sieht aber gut aus. So, als letzten Arbeitsschritt, nachdem das Öl jetzt hier eingezogen ist, gebe ich noch Balsam drauf. Das ist so ein Holzwachsbalsam, das so eine Versiegelung nochmal erzeugen soll und dafür sorgt, dass das auch nochmal tiefer einzieht. Ja Leute, der Tellerschleifer ist fertig. Fühlt sich glatt an wie ein Kinderpopo hier oben drauf. Wunderbar. Ja, gefällt mir gut. Na? Ja, ich weiß nicht, ob man sich selber loben darf, aber ist echt gut gelungen. Der läuft auch hier einwandfrei. Prima. Ja, wie gesagt, alles aus Restmaterialien. Das ist alles Restmaterial, was zugekauft worden ist, muss man dann doch fairerweise sagen, sind die beiden Klammern hier, da und hier. Das Schleifmaterial, aber das muss man eh kaufen. Und das Pad darunter, das ist auch zugekauft. Ja, sowas hat man nicht rumliegen. So, alles andere, gerade überlegen, ja, alles andere war vorhanden. Habe ich also praktisch nur eingesetzt. Ja, funktioniert gut, die Absaugung funktioniert gut. Ich habe es jetzt hier außen nochmal mit dem Öl eingeölt und balsamiert. Ja, das
Sieht richtig gut aus. Hier kommt allerdings natürlich noch eine Tenutschiene rein. Ich habe noch keinen Frästisch. Sobald ich den Frästisch habe, werde ich dann hier eine Tenutschiene einlassen, damit ich hier eventuell noch so einen Winkelanschlag dranbringen kann. Ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Bis hierhin, das ist ja jetzt der zweite Teil. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte ein Like und gerne auch ein Abo. Das bringt mich weiter. Das Abo kostet ja nichts. Das wisst ihr, YouTube-Abos sind umsonst. Am Ende, jetzt gleich danach, werde ich den Plan einblenden. Das ist ja hier der Plan. Werde ich den Plan hinten in das Video mit einbinden. Ihr macht euch also einfach einen Screenshot und habt den Plan dann zumindest mal als Anhaltspunkt für den Fall, dass ihr euch das selber bauen wollt, das nachbauen wollt. Ja, in diesem Sinne freue ich mich auf euch und auf das nächste Video. Bis dann. Ciao.